Hallo, jetzt kommt zu einer weiteren Folge der Real Madrid Simulationskrieg auf meinem Kanal. Und es laufen gerade ein paar Verträge aus von Pepe und so. Und Pepe will ich auf jeden Fall noch halten, weil der ist wichtig. Was haben wir hier? Buruki. Junge. Will aber viel haben. Toro. Okay, kann ich doch verzichten mit dem Typ mit 68. Thomas. Ja, den will ich auf jeden Fall noch mal halten. Keine Angabe. Okay, solange die nicht so viel mehr wollen, können die gerne nochmal hier einen Vertrag kriegen. Fabio Contrao. Ah, da können wir uns dann nächstes Jahr, dann versuche ich ja mit dem nochmal, der will zwar viel, aber wir haben ja das Geld. Dann versuche ich aber nächstes Jahr einfach nochmal einen neuen Linksverteidiger, weil der sieht alt aus, den will ich nicht. Der sieht alt aus, den will ich. Und dann will ich versuchen, ja, dann lass probieren. Und trau wenigstens zu verkaufen und nicht, dass sein Vertrag ausläuft und dann halt gar nicht im Einsatz kommt. Pressekonferenz. Wir motivieren uns. Wir spielen auswärts in Valencia. Ich lasse die Mannschaft einfach mal so. Wie nach dem El Clasico. Komm bitte. 1-1, okay, kann ich mitleben? Kann ich mitleben, weil Auswärtssimulation, ihr wisst ja. Wenn man auswärts simuliert, verliert man eigentlich fast immer. Ich weiß nicht, warum FIFA sich das ausgedacht hat, dass man dann fast immer verliert, aber es ist halt so. Auch nicht so prickelnd. Lassen wir es halt so. Thomas, okay, der möchte wissen, welche Rolle er kriegt. Wann? Wo ist er hier denn? Thomas. Okay. Die verlängern alle. Was ist hier mit dem? Hier rollen. Wer hat das Geld gefehlt? Was hier? Kriegst du hier Rotation spielen? Aber jetzt erstmal Pokalspiel. Was ist denn mit dir los? Ah, okay, Nachwuchsarbeiten. Thomas möchte eine wichtige Rolle spielen. Wieso eigentlich? Nimmt am Ende nicht, werden die sowieso nicht kriegen. Bei Nachwuchsarbeiten kann ich mich gerne drum kümmern. Dann mache ich das jetzt mal hier. Wo ist das hier denn mit den Scouts? Wir haben eigentlich Smani. Es gibt nur so. Ah, doch hier. Kroatien, ey. Hier will man nochmal ein, wir haben ja das Geld. Und wir können uns nochmal ein. Einschätzung gut, Erfahrung nicht so gut, aber Einschätzung gefällt mir. Ah, warte, wir können nur einrichten. Wir schicken den, lass mal nach Kroatien schicken. Weil da gibt es hier so ein paar Talente, ich sag nur. Ich meine, da ist ja auch. Wie heißt der? Mandzukic. Holland. Wollen wir nicht mal in die Bundes? Wollen wir den nicht noch? Komm. Wo schicken wir den mal hin? Oh ne, warte, warte. Ich schicke ihn einfach nach Deutschland. Wir lassen ihn in der Bundesliga mal. So, okay. Danke. Na, da habt ihr jetzt eure Jugend. Die ich jetzt aufbaue. Kriegen wir da hoffentlich nochmal so richtige Knaller, die alle rasieren. Das wäre nämlich übelst nice. Oh, Bellerin hat die 80 erreicht. Das ist schon ein bisschen länger, aber habe ich nicht mitgekriegt. Sollte ich sowas auch mitkriegen, stimmt's. Jetzt zeig ich mal so, wann ist eigentlich so unser Wahlspiel da? Au, es Transfermarkt ist. Der Transfermarkt beginnt. Nice, wir können ja gleich mal nach Talenten gucken, die wir brauchen können. Wie viel ist denn, wie alt ist denn James hier, unser Mann? Warte mal, ist er eigentlich der bald mal wieder hier noch verletzt? Ausrasten. So, egal. Glaube, an dem waren wir schon mal interessiert, oder? Haben wir nicht schon mal einen Pogba interessiert?
100, ne, okay. Überleg, hat man andere Karrieren von YouTuber. Kurz überlegen. Wir könnten für hinten links Alaba nehmen. Warte mal, oder nee, warte mal. Nee, warte, wir gucken mal, was in der Bundesliga so für Linksverteidiger gibt. Zweite Bundesliga. So, defensiv LV. Alaba. 88. Ah, könnte was gehen. Ich frage mal hier 30 Millionen. Das werden die nie akzeptieren. Ich kann ja auch noch Kontrau geben, gerne. Aber Währung Alessio ist gewechselt. Hector. Lassi die Maschine. Ich lasse den mal scouten. Nee, der ist geil. Ich feier den übel. Warum aber? Okay, was gibt's da noch? Ach, ich bleib mal in der Bundesliga. Mittelfeld. Machen wir hier. Das. Altintop, ey. Richtig junger Typ. Mir bei der kann noch was. Kann sich sogar noch entwickeln. Davi Halilovic. Halilovic. Stimmt, der Halilovic hat ein übelstes Potenzial, das weiß ich. Wir können den ja mal den Svila hier. Und weil der hat ein übelstes Potenzial, der wäre schon übelst nice, den zu verpflichten. Ich hoffe einfach mal. Oh, okay, Pokalspiel, da ist das zu Gast. Oh nee. Pokalspiele auswärts simulieren ist nicht so stark. Alle. Schuh darf nicht. Warte, muss vorne wieder knipsen. Auswärtspokalspiele, ey, oh nee. Hinspiel 1-1. Okay, alles ist in Ordnung. Bayern gehen das hier ab. Dann kriegen sie noch Kontrau dazu. Was will ich mit dem? So. Noch Kontrau. Was hier noch? Gesagt, inakzeptabel. Kriegt nochmal 45 Millionen. Also ganz uninteressant ist der Swiller, glaube ich nicht. Meine Rolle im Verein. Ach, du spielst hier, du bist ausgeliehen. Ja, kannst mal spielen. An sich, ich weiß halt nicht, ich guck mal, wie alt er ist. Wenn er halt wirklich jung ist, kommt er ins Training und wird dann auch mal auf die Bank genommen. Hakimi können wir jetzt eigentlich mal einsetzen im Pokalspiel, bin ich der Meinung. Halt ein Riesenkart. Muss ich sagen. Der Wachal will übers Gehalt. Warte, was stand da? Der Wachal will über sein Gehalt reden. Okay. Ja, hier so hin in den Bereich. Trauben mal weg. Ja, aber Cavachal will seinen Vertrag. Und sein Gehalt. Wo ist er hier denn? Cavachal. 170. Rotationsspieler hat er als Rolle. Na gut, dann kriegt er die wieder. Gib ihn den Spielern bei mir. Ist also so, ich gebe ihm einfach immer wieder die gleiche Rolle, weil ich weiß nicht warum. Gehen hier mal auf 60,5 Millionen für Milan. Das ist eigentlich unser Stammkeeper, deswegen. Das jetzt an. Und das annehmen haben wir ein kleines. Okay, wo ist er hier? Casemiro. Mal Ramos eine Pause nehmen. Hier. Roma. Danilo. Mariana. Ne, Mariano. Das habe ich schon mal in meinem Video falsch ausgesprochen. Bitte nimmst die einfach zu Hause weg. 2-1, wir sind weiter. Wir stehen in der nächsten Runde des Pokals. Yay. Ich bin ein bisschen umgestellt habe. Ey, für den gibt es ein Angebot.
Und 8,4 Millionen, bitte. Das ist zwar nicht wert, glaube ich. Oh, ich hasse das, wenn ich. Casemiro bedankt für seine Einsätze. Das freut mich. Bayern akzeptiert. Für David Alaba. Dann Gehalt, was der will. Und dann wird Marcelo auch nur noch der zweite Mann sein, weil Marcelo ist älter und Marcelo ist schwächer. Ey, die sind nicht interessiert an dem. Marcelo ist älter. Und zwei Wertungen, glaube ich, schlecht. Und wir gehen jetzt mal hier Transferspieler verkaufen. Wir gehen jetzt hier mal nach Gesamt. In Berlin. Was für einen haben wir hier? Fernandes. Brauche ich eigentlich nicht auf die Transferliste. Leinhardt. Kannst du mal 2 Jahre leihen? Vielleicht wird das denn was. Der Thomas 2 Jahre leihen. Hakimi, nee, den will ich eigentlich hier behalten. Fabes kannst du 2 Jahre leihen. Das kannst du 2 Jahre leihen. Gödert willst du gar nicht leihen. Haben wir schon mal so ein paar Leute, die dann. Vielleicht kommt da ja Angebot für rein. Ich aber. Nein. Ich kann da was nicht verkaufen. Noch nicht. Ich kann da was noch nicht verkaufen. Ja, wir bräuchten da eine Absicherung für. Okay. Wir bräuchten dafür halt eine Absicherung, dass wir noch einen neuen Keeper kriegen. Aber da gibt es halt noch keinen. Und vielleicht Navas noch nicht verkaufen. Wenn wir irgendwann einen neuen kriegen, auf jeden Fall Navas auf die Transfer zu setzen. Aber Hakimi kommt erstmal auf eine 70. Also der entwickelt sich gut. Und können wir auch mal spielen lassen wieder. Ja, Pokal. Let's go. Ja, bietet mal hier 80. Ne, 5. Ah, 82 darf Juve mal bieten. Wenn die das zahlen, sind die echt verrückt. Wir haben den von denen erst gekauft und die wollen den jetzt wieder haben. War ein großer Verlust, der Typ hier. Aha, Hamburg akzeptiert. Hamburg akzeptiert auf einmal. Das gefällt mir natürlich, da kriegen wir. Bei mir wieder halt nur Rotation, weil ich muss halt erstmal ein bisschen trainieren und so. Alaba akzeptiert. Alaba ist Nummer 1 erneut zu bringen in die Winterpause. Und darf auch direkt mal für Marcelo spielen. Alaba rein. Bessere Wertung. Ramos wieder rein. Ramos. Navas. Bellerin. Hier, guck mal, wir können den sogar nicht stellen. Modric kriegt dieses Spiel auch nochmal eine Pause. Ja. Modric darf in der Liga und geh auswärts gegen Eibar, ey. Verlieren. Gehen wir jetzt raus? Nee. Es gibt ein Rückspiel. Richtig. Oh, nein. Ein Youngster, Junge. Oh, wir haben das Hinspiel in der Simulation vergörgt. Vergörgt. Der Golasinac, okay. Halilovic akzeptiert. Halilovic wechselt. Nimmt die Position das als Rotationsspieler sogar an. Das freut mich auch. Das sind nicht immer alle so einsichtig. Wir haben noch einen Tag Pause. Okay. Okay, hier darf Modric hin. Hier darf Isco hin. Hier darf er den Job antreten. Hast eine Umstellung hier. Gegen Malaga. Ah, shit, wir sind nicht mehr Tabellenführer. Was ist Tabellenführer? Malaga ist Zweiter. Aber wir gewinnen. Wir gewinnen 2-1. Boom. Danilo. 30. Ne, 34. Dann dürfte ihn kriegen. Ja, den verleihe ich gerne. Wenn Leute auf die Leihliste kommen, ein Leihangebot. Okay. Da ist jemand verletzt. Lacazette Einsatz. Wer ist hier verletzt? Bellerin auch Tage. Meistens ist es aber so, wenn du eine Simulationskarriere machst, dass dann irgendwann deine Wertung richtig runtergeht. Das ist halt ein kleiner Nachteil, aber. Irgendjemand vielleicht trainiert. Da, unser ist unser Neuzugang mit einer 80 schon. Halilovic. Das gefällt mir auch, dass ich den jetzt trainieren darf. Donnarumma, so ein Stück fehlt, das ist ein Riesenstück. Er geht trotzdem auf nur 82 hoch.
krank, der Typ. Warum ist absolut krank? Lacazette, ne. Der ist wichtig, den brauche ich noch. Warte mal, der ist gegen Eibar wieder da, oder? Yes. Bolivien, ne. Na, 30. 30 Millionen unser Gegenangebot. Ganz wichtig, Lacazette. Ah, alles angeschlagen. Auf angeschlagen habe ich auch nicht so Lust. Wo ist erstmal wieder? Wir erstmal wieder aufbauen. Okay, Ballerin muss uns. Asensio ist auch noch angeschlagen. Das gefällt mir. Marcelo kommt mit. Ich baue mal eine ganz neue Bank hier auf. Kovacic bleibt zu Hause. Asensio darf schon wieder mit, bin ich der Meinung. Zwei angeschlagen, aber. Was sollten wir? Wir müssen jetzt. Wir haben 2-1 verloren. Und wir gewinnen 2-0. Wir sind weiter. Insgesamt mit 3 zu 2 weitergekommen noch. Sehr Angebot: Isco. 70 Schmelle. Man dürfte dann kriegen. Das ist der Wert. So oft setzt sich denn da noch einer. Ah, Bayern. Ich denke mal den Weg dann nach oben. Egal, 70 Millionen auch von euch. Aha, ja, wir gehen auch immer weiter runter. Die gehen immer ein bisschen hoch und wir ein bisschen runter. Und dann haben die den. Ach, neue Nachrichten. Okay. Sehr Angebot. Pressekonferenz. Wir motivieren uns. Okay, und jetzt kommen die Scouting-Updates. Wen haben wir hier? Der gefällt mir. Das ist ein Typ. Er hat ein Potenzial bis zu einer 91. Bei dem verpflichten wir natürlich sofort. Verpflichten wir auch. Der ist schlecht. Das ist Grott. Hab die auch nur genommen, die sind 15 und haben Skills, also deswegen habe ich die genommen. Überhaupt nicht. Nö, weiter mehr gibt's nicht. Nö. Nö. Ja, mal hier. Wie löscht mir denn alles? Wie war das? Oh no. Okay. Die akzeptieren, die akzeptieren. Gehen wir hier auf die 60. Wir gehen mal beiden Teams mal. Ja. Die Bayern werden das mal eher anzeigen, weil die haben ja jetzt schon mehr. Deswegen. Danilo wechselt, okay. Affen. Ah, komm, gegen. Bayern. Oh, ja, PSG ist noch dran. Jetzt habe ich 55 geboten. Oh nein. Eine Million zu wenig. Okay, müssen wir dann die Rechnung wieder umstellen. Wir haben es gewonnen. Richtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, abfangen mit Hakimi. Mit Jugendspiel muss ich halt auch trainieren. Bayern akzeptiert. Bayern akzeptiert. Isco wechselt nach Bayern. Nice. Isco wechselt zu den Bayern. Das ist krank. Isco wechselt zu den Bayern. Jetzt kommt auch noch ein Angebot für Kovacic. Aber ich würde erstmal sagen, wenn euch diese Folge FIFA 17 Simulationskarriere mit Real Madrid gefallen hat, lasst ein positives Wert. Und da unten ein Abo würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.